Ja, der Ofen ist aus, zumindest in diesem Restaurant in Berlin wieder. Denn das gesellschaftliche Leben ist zum Großteil seit heute runtergefahren. Viele haben Angst um ihre Existenz. Herzlich willkommen zum Mittagsmagazin. Ja, an einem Tag, ab dem wieder alles anders ist. Heute schließt Deutschland die Türen. Restaurants, Kneipen, Theater, Kinos, Fitnessstudios machen zu, weil die Infektionszahlen enorm steigen. Zur Stunde. Und es wird dabei auch um den Personalmangel auf den Intensivstationen gehen. Ein Thema in dieser Sendung. Jetzt schauen wir aber erstmal auf die letzten Tage, in denen sich die Menschen auf die neue Situation vorbereitet haben. Ja, ob sie ihre Masken noch loswerden und ob Restaurantbesitzer D'Ambrosi sich fürs Renovieren entscheidet oder doch versucht, einen Außerhausservice auf die Beine zu stellen, erfahren Sie morgen bei uns. Und dass die Lage ernst ist, davon zeugt auch, dass die Kanzlerin gleich um 14 Uhr eine Pressekonferenz gibt. Immerhin, auch wenn alles anders ist, Deutschland macht weiter Schule. Die sollen offen bleiben. Dazu gleich im Interview bei uns die Kultusministerin des Risikogebietes Nordrhein-Westfalen nach der Tagesschau mit Thorsten Schröder. Und natürlich lässt uns das Thema Corona nicht los an dem Tag, an dem Deutschland wieder runterfährt. Denn hinter all den Maßnahmen steckt, wie schon im Frühjahr, die Sorge, wenn zu viele Menschen infiziert sind und es mehr schwere Verläufe gibt. Wie bewältigen wir das medizinisch? Die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten hat sich innerhalb der vergangenen 2 Wochen fast verdreifacht. Und schon bald könnten mehr Covid-Patienten auf den Intensivstationen liegen als im April, auf dem Höhepunkt der ersten Welle. Und spätestens dann ist die entscheidende Frage nicht mehr, gibt es genug Betten, sondern gibt es für die auch genug Personal? Erwin Rüttel ist Vorsitzender im Gesundheitsausschuss im Deutschen Bundestag und heute in Bonn. Schönen guten Tag. Guten Tag. Herr Rüttel, der Bundesgesundheitsminister, wir haben es eingangs der Sendung gesehen, hat seine Quarantäne beendet. Er hatte einen leichten Verlauf. Doch wie sieht es mit denen aus, die in den kommenden Wochen schwer erkranken? Müssen die fürchten, auf den Intensivstationen abgewiesen zu werden? Wenn wir uns die vergangenen 2 Wochen angucken, da hat sich die Zahl der Covid-Intensivpatienten fast verdreifacht. Wenn das innerhalb der nächsten 2 Wochen wieder eine Verdreifachung gibt, sind wir schon bei 6.000 Patienten und in 4 Wochen wären wir bei 18.000. Was hieße das für das Gesundheitssystem? Also Sie in Ihrer Zuversicht recht behalten. Herzlichen Dank für das Gespräch. Erwin Rüttel. Vielen Dank. Es ist ein verzweifeltes Arbeiten gegen die Zeit. Bis zur eigenen Erschöpfung suchen Helfer in der türkischen Stadt Izmir nach Überlebenden. Ein Erdbeben hatte am Freitag die Ägäis erschüttert. In Griechenland und in der Türkei kamen mehr als 80 Menschen ums Leben. Die Chancen, noch Menschen leben zu finden, werden 3 Tage danach mit jeder Stunde geringer, sagen Experten. Doch in Izmir haben sie den Kampf gegen die Zeit noch nicht aufgegeben. Zurück nach Deutschland. Fenster auf statt Schulen zu. Das gilt als eines der Prinzipien, während das ganze Land nun zum Großteil wieder runterfährt. Für Kinder und Jugendliche heißt das Maske an, Jacke auch und Stoßlüften. Zumindest dort, wo sich Fenster überhaupt öffnen lassen. Macht ja nicht wieder die Schulen zu. Dieser Satz hat sich der Politik eingebrannt. Auch in Nordrhein-Westfalen, das seit dem Wochenende komplett als Risikogebiet gilt. Darüber spreche ich gleich mit der nordrhein-westfälischen Bildungsministerin, die auch zuständig ist für diese Schule, die sich bereits auf den Fall der Fälle vorbereitet. Ja, was also, wenn es doch wieder Schulschließungen gibt? Bundesweit sind aktuell etwa 165 Schulen betroffen von insgesamt 30.000. Was, wenn mehr Schulen schließen müssen? Auch wenn das diesmal nicht das erste, sondern das letzte Mittel sein soll. Wie sind die Lehrerinnen und Lehrer, die Schulen, dann vorbereitet? Schauen wir auf den Stand in Nordrhein-Westfalen. Ja, harte Kritik und die stellen wir direkt durch an die zuständige Bildungsministerin Yvonne Gebauer, die uns jetzt live aus Düsseldorf zugeschaltet ist. Schönen guten Tag. Einen schönen guten Tag. Frau Gebauer, Schulen und Eltern sagen, ihr Konzept Stoßlüften und Maskenpflicht sei zu kurz gegriffen und letztendlich unverantwortlich. Was entgegnen Sie? Und darf Frau Gebauer, entschuldigen Sie, dass ich da noch mal unterbreche. Oder aber Sie machen es etwa wie Solingen in Ihrem Bundesland. Das macht kleinere Gruppen, die Hälfte nämlich in der Schule und die andere Hälfte online zu Hause. Gibt es kein Konzept, um Online-Unterricht jetzt auch als Normalfall zu etablieren? 3, 2, 1. Morgen ist Wahltag in den USA.
Auch er ist über 70, auch er ist weiß, auch er ist ein Mann und auch er sah schon im Weißen Haus. Und doch ist Joe Biden so ganz und gar anders als Donald Trump. Man könnte fast sagen, der ehemalige Vizepräsident unter Obama ist der Gegenentwurf zum polternden Amtsinhaber. Biden, der Demokrat. Er verschickt keine Twitter-Tiraden, er beleidigt nicht und er trägt Maske. Und sonst schauen wir uns an, wofür der Mann steht, der Trump aus dem Chefsessel kicken will. Das Wahlkampfthema von Donald Trump vor 4 Jahren war die Mauer an der Grenze zu Mexiko. Nun, Trump hat sie bauen lassen als Präsident und erschütternde Bilder produziert. Illegale eingereiste Familien wurden getrennt, Kinder ohne ihre Eltern eingesperrt in käfiggleichen Gitterverschlägen in riesigen Hallen. Und Trump ließ es geschehen. Wie also werden die Latinos abstimmen bei dieser Wahl? Sie bilden als größte Minderheit in den USA eine durchaus ernstzunehmende Größe, aber längst nicht alle lehnen Trump ab. Meine Gebärmutter ist keine Kapelle, rufen Zehntausende Frauen, die in diesen Tagen in Polen auf die Straße gehen. Gegen das neue Abtreibungsgesetz, das heute in Kraft treten soll. Der Protest richtet sich gegen den großen Einfluss der katholischen Kirche und der ihr nahestehenden regierenden Peace-Partei. Denn deren Einfluss, sagen die Frauen, habe das oberste polnische Gericht vergangene Woche dazu bewegt, Abtreibungen quasi vollständig zu verbieten. Wir schauen noch mal in die Türkei. Über das Erdbeben dort haben wir ja bereits berichtet. Diese Naturkatastrophe erschüttert das Land in wirtschaftlichen, ohnehin harten Zeiten. Und das liegt nicht nur an Corona. Der Kurs der türkischen Lira befindet sich im Keller. Die Kaufkraft sinkt, die Preise steigen. Eine Teufelsspirale und immer mehr Menschen im Land fürchten um ihre Existenz. Ja, Türkei first. Das Prinzip dahinter kennen wir bereits von Donald Trumps America first. Klaus-Rainer Jackisch an der Börse in Frankfurt. Wie besorgt ist denn die Wirtschaft, dass diese Idee, dieser Populismus immer mehr um sich greift? Gerade Donald Trump gilt ja vielen als der Populist schlechthin. Der US-Präsident schreibt sich selbst aber stets große Wirtschaftserfolge zu. Stimmt das denn? Ist er tatsächlich wirtschaftlich so erfolgreich? Die Trommeln schweigen, die Ränge sind verwaist. Der Amateursport ruht. Zwar dürfen auch zu den Profis keine Zuschauer mehr, aber in den unteren Ligen, da ist schon wieder ganz Schluss. Selbst Geisterspiele sind nicht erlaubt. Und trotzdem spukt ein Gespenst durch viele Amateurclubs. Es heißt Konkurs. Damals durften sie noch. 2014 bei den Winterspielen in Sotschi liefen die Olympioniken aus Russland hinter der eigenen Fahne ins Stadion ein. Bei den Heimspielen, die sich später als Heimlichspiele herausstellten. Das russische Staatsdoping hat den Sportlerinnen und Sportlern eine 4-jährige Sperre für alle Wettbewerbe beschert. Heute beginnt in der Schweiz in Lausanne die Anhörung, mit der Russland verhindern will, dass in den kommenden Jahren nur noch einige wenige seiner Athletinnen und Athleten starten dürfen. Dann nicht unter russischen, sondern unter neutraler Flagge. Und beim Wetter geht es heute um den Unterschied von Schein und Sein. Ja, denn so stellen wir uns den November vor. Herbstlich, diesig, feucht. Aber Dieter Voss, die Realität ist einfach viel besser. Da bekommt der November Frühlingsgefühle. Danke, Dieter. Und das war das Mittagsmagazin an diesem 2. November. Morgen am 3. ist Weltmännertag und da begrüßen wir zwei Sie gern wieder. Ab 13 Uhr bis dahin. Tschüss. Tschüss. Thank you.